Wir wollen überprüfen, ob der Term ein vollständiges Quadrat ist. Dazu schreiben wir uns die binomische Formel darüber nochmal auf. Die passende binomische Formel hier lautet a² plus 2ab plus b² ist gleich a plus b zum Quadrat. Schreiben wir nun den Term als vollständiges Quadrat. A² ist in unserem Term k². Das heißt, im Binom steht zuerst ein k. B² ist in unserem Term 9e². Es folgt das Plus. Und wenn hier 9e² steht, und hier steht eben nur das b, stehen hier 3e. Wir sind jetzt aber noch nicht fertig. Wir müssen überprüfen, ob dieser mittlere Term auch zu dieser Formel passt. Überlegen wir. Den mittleren Term erhalten wir aus 2 mal a mal b. Wir rechnen also 2 mal k sind 2k mal 3e sind 6ek. Passt also dazu. Und wir können den Term wirklich als vollständiges Quadrat schreiben. Betrachten wir nun den Term 16c² minus 20cd plus 25d². Wir gehen wieder genauso vor. Wir schreiben die passende binomische Formel darüber. Das ist in diesem Fall a² minus 2ab plus b² ist a minus b zum Quadrat. Hier steht a², in unserem Term sind es 16c². An der Stelle von a setzen wir also 4c ein. B² sind bei uns 25d². Für b setzen wir also 5d ein. Es scheint, als würde auch dieser Term sich als vollständiges Quadrat, ein vollständiges Quadrat sein. Wir müssen aber noch den Mittelterm überprüfen. Wir rechnen 2 mal a mal b. Das heißt, 2 mal 4c sind 8c mal 5d. Das ergibt aber 40cd und das steht nicht hier.